Willkommen zurück. Dies ist die zweite Mindmap zum Thema Videokonferenz. Wir haben simuliert, dass das Thema einer mündlichen Prüfung ist. Und es ist so die klassische Frage, die auch in der Praxis auftaucht. Der Chef sagt zu uns Prüfungskandidaten, machen Sie mich mal schlau. Und hier geht es um Videokonferenz. Schauen Sie bitte das erste Video auch, die erste Mindmap schauen Sie sich bitte an zu diesem Thema. Da haben wir schon einige Dinge geklärt. Jetzt geht es weiter mit den Einsatzmöglichkeiten. Der Chef fragt jetzt weiter, ja, das klingt ja gar nicht so schlecht, was Sie da sagen. Wo können wir das denn einsetzen? Lohnt sich das für uns denn überhaupt? Und wir geben hier so ein paar Antworten und sagen, einmal Besprechungen mit Geschäftspartnern. Da muss natürlich irgendwie schon eine Konstellation gegeben sein, dass die Geschäftspartner teilweise im Ausland sind oder teilweise weit weg, mehrere, vielleicht 100 Kilometer weit weg, dass sich das hier lohnt, mit Geschäftspartnern Besprechungen mit Kunden. Das kann hier eine ganz wichtige Sache sein, Besprechung mit Kunden und mit Lieferanten. Auch das kann für das Unternehmen durchaus wichtig sein. Vielleicht kann man hier dadurch sogar Kunden besser überzeugen, besser betreuen, einen besseren Service bieten. Das hängt jetzt natürlich vom Unternehmen ab. Bleiben wir mal bei dem Gedanken der Kunden. Nennen wir das hier mal erstens, die erste Möglichkeit, und nennen wir das hier mal zweitens Produktdemonstrationen. Jetzt hängt es natürlich vom Produkt ab. Ne? Aber für manche Unternehmen kann es sinnvoll sein, per Videokonferenz ein Produkt zu präsentieren, besonders wenn es um neue Produkte geht. Ne? Also Produktdemonstrationen für den Kunden oder die Kunden. Das ist schon die zweite Möglichkeit. Die dritte Möglichkeit ist Mitarbeiter-Meetings oder auf Deutsch Mitarbeiter-Besprechungen. Ja, zum Beispiel mit Außendienstmitarbeitern. Es gibt Mitarbeiter, die hat selber im Unternehmen, im Verwaltungsgebäude, noch kaum jemand je gesehen, weil die ständig auf der Straße sind. Die sind ständig dabei, Kunden zu besuchen und sind nur ganz selten in der Zentrale. Diese Konstellationen gibt es. Ja? Und da kann eine solche Konferenzschaltung, Videokonferenz, kann durchaus sehr sinnvoll sein. Mit Außendienstmitarbeitern ergänzen wir noch. Oder mit Mitarbeitern in Filialen. Na, auch die sind eben räumlich gesehen weiter weg. Das ist eben der Sinn einer Filiale, dass man sich räumlich verbreitet. Und dann hat man da eben auch eine räumliche Trennung zur Zentrale. Und hier kann eine Videokonferenz sinnvoll sein. Vierte Möglichkeit ist der Informations- und Datenaustausch im Projekt. Also hier sprechen wir speziell von Projektteams. Und da ist es heute durchaus auch üblich, dass diese Projektteams
grenzüberschreitend zusammenarbeiten und auch in unterschiedlichen Zeitzonen sind. Und das muss man natürlich dann zeitlich koordinieren. Räumlich geht über die Videokonferenz. Zeitliche Koordination muss man trotzdem machen in so einem Fall, aber wird in der Praxis relativ häufig gemacht. Wenn es also um ein Projekt geht und die Mitarbeiter im Projektteam sind an unterschiedlichen Orten, dann kann man hier den Informations- und Datenaustausch über eine Videokonferenz machen. Und die fünfte Möglichkeit wäre Schulung von Mitarbeitern. Wenn man eine Vor-Ort-Schulung macht, beziehungsweise eine Präsenzveranstaltung, bedeutet das, dass die Mitarbeiter anreisen müssen. Und das kann sinnvoll sein, wenn man in ein externes Schulungshotel geht, was ein bisschen schön im Grünen gelegen ist und wo man dann auch sich als Kollegen besser kennenlernt und wie auch immer. Aber wenn es zum Beispiel um Kurzschulungen geht, zum Beispiel über ein Software-Update, dann kann es sinnvoll sein, die Mitarbeiter in der Videokonferenz, also die, die es betrifft, in der Videokonferenz zusammenzuschalten sozusagen und kurz diese Schulung zu machen. Da wäre eine Anreise und die ganze Planung, die das erfordert, nicht sinnvoll. Okay, sagt der Prüfer, können Sie denn mal insgesamt die Vorteile hier einer solchen Videokonferenz aufführen? Was bedeutet das denn, wenn wir diese Einsatzmöglichkeiten haben? Dann haben wir eine hohe Effizienz. Ja, Effizienz bedeutet, die Dinge richtig tun. Und wir haben gesehen, auch bei diesen praktischen Beispielen, dass man hier manche Dinge wirklich richtiger tun kann, indem man die Videokonferenz nutzt. Wir haben die Kosteneinsparung. Wir haben in der Regel eine schnelle Amortisation. Gemeint ist schnelle Amortisation der Kosten für das Videosystem, wenn wir denn ein kostenpflichtiges System nutzen. Wir haben generell eine höhere Aufmerksamkeit. Höher als was? Ja, zum Beispiel als beim Telefon. Weil wir uns ja nicht nur hören, sondern auch sehen können, ja, haben wir generell hier eine höhere Aufmerksamkeit aller Beteiligten. Wir haben eine weltweite simultane Zusammenarbeit. Und wir haben Aufzeichnungsmöglichkeiten, dass die Mitarbeiter noch einmal zugreifen können auf Dinge, die gesagt wurden, wenn es um die Umsetzung geht. Das sind Vorteile einer Videokonferenz. Gibt es auch Nachteile, fragt der Prüfer jetzt noch zum Abschluss. Und die Antwort ist, nehmen wir es ruhig noch auf, Nachteile, gibt es auch Nachteile. Ja, Nachteile können entstehen, zum Beispiel, die können sein schlechter Datenschutz. Wir nutzen alle diese frei verfügbaren Systeme wie Skype und so weiter, aber wissen wir, was mit den Daten passiert? Können wir sicher sein, dass das nicht alles aufgezeichnet wird? Ich bin da mittlerweile nicht mehr sicher. Und ich glaube da auch nicht mehr viel, auch wenn die Unternehmen versichern, ist alles verschlüsselt und was weiß ich, kryptografische, wie heißt das da, Kryptosystem ist alles. Ich bin da mittlerweile nicht mehr so sicher, auch wenn die Unternehmen natürlich fleißig versichern, dass ja alles verschlüsselt und die eigenen Mitarbeiter könnten da keinen Zugriff nehmen und wie auch immer. Ja, aber ich sehe hier schon ein Problem beim Datenschutz.
Ja, das ist aber auch das Einzige, was mir im Moment hier einfällt zu den Nachteilen. Okay, lassen wir es dabei bewenden. Alles Gute, Marius Ebert. Für Prüfungstipps und Lernhilfen klicken Sie auf den Link unter diesem Video.